Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich einen sehr, sehr merkwürdigen Adventskalender für dich, denn ich kenne die Marke noch nicht. Das ist von Cozart oder Cozart, der Adventskalender. Huch, meine Haare. Und der hat 67,26 € gekostet beim Beauty-Kaufhaus. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Also Leute, 67,26 € ist echt meine Ansage. Und dafür ist der also schon sehr leicht. Hier ist nur dekorative Kosmetik drin, ne? Das ist schon mal Fakt. Sammy läuft hier so ein bisschen durch die Gegend gerade hinter mir. Wir haben hier so einen Flyer mitbekommen, da steht drauf, was drin ist und das ist natürlich auch sehr interessant. Also ich bin gespannt, was das hier für Produkte drin sind. Wie gesagt, die Marke Cozart sagt mir persönlich so jetzt nicht wirklich was und ich würde sagen, wir gucken uns mal den Adventskalender an. Einmal von außen, es ist ein Sternenhimmel, es ist schön, ne? Das ist ganz nett, das kann man sich so die Adventszeit über hinstellen. Er ist auch relativ klein und kompakt, das heißt, er passt auch zu, ja, also überall hin. Es ist ein Kläppchen-Adventskalender. Die sitzen in Weilheim, sagt mir, also Weilheim, ne? Also 82er Postleitzahl, da sitzt die Firma. Und jetzt, ja, gucken wir einfach mal rein. Also die Kläppchen lösen sich teilweise schon von alleine. Und wir starten mal mit der Nummer 1. Die ist hier oben und die ist lang. Und nein, sie sieht aus wie eine Nagelfeile. Ich hoffe nicht. Das wäre ziemlich ärgerlich, oder? Das wäre nicht das Produkt, mit dem man so starten möchte. Aber es ist die Nagelfeile. Gut, andere Adventskalender lassen einen Ewigkeiten warten und hoffen und bangen. Und die hauen jetzt einfach mal in der Nummer 1 direkt eine Nagelfeile raus. Oh. Das ist übrigens eine Glasnagelfeile. Das ist schon mal positiv, denn die sind dann auch ein bisschen hochwertiger, ne? Also doch. Übrigens trage ich jetzt gerade auf meinen Fingern den Douglas Nagellack aus einem Adventskalender und diesen Annie, was auch immer, Mega Gold Nagellack, den habe ich auch irgendwie mal irgendwo drin gehabt. Läuft bei mir. Okay, Glasnagelfeile. Finde ich per se ganz gut. Ich denke, dass ich mir die mit zur Arbeit nehmen werde, weil ich brauche immer mal wieder eine Nagelfeile auf der Arbeit und mir ist heute tatsächlich irgendwie hier so am Daumen auch ein bisschen was abgebrochen, rissen, wie auch immer. Und da hätte ich gerne eine gehabt. Gut, ja, das war gar nicht die Nummer 1. Doch, das war die Nummer 1, weil die Nummer 7 sieht genauso aus wie die Nummer 1. Das ist natürlich super, weil ich trage keine Brille jetzt hier. Da sehe ich schlecht. Okay, die Nummer 2 ist hier unten. Und die gucken wir uns mal an. Kläppchen lassen sich schön öffnen. Fast schon zu leicht, um ehrlich zu sein. Vitamin E, eine Aufbaucreme, eine Probe. Hier steht extra Probe drauf mit 4 Millilitern. Okay, Cozart macht dann tatsächlich auch wohl Kosmetik. Interessant, es wird in diesem Video auch eine Verlosung geben, ne? Was es zu gewinnen gibt, sage ich dir wahrscheinlich am Ende des Videos. Und was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht in der Infobox. 4 Milliliter finde ich schon sehr, sehr wenig. Was soll denn diese unfassbare Aufbaucreme machen? Ach so, das ist also hier nicht so, nicht so sortiert. Und hier steht auch nicht alles drauf. Ja, läuft ja. Läuft ja gut. Läuft ja richtig gut. Super informativ, dieses Ding, ne? Scharf. Ja, ich weiß es nicht. Das soll dann wohl einfach aufbauen. Mit Vitamin E. Und ich würde tippen, dass es eine Gesichtscreme ist, ne? Ja, 4 Milliliter, wie gesagt, echt nicht die Welt. Nummer 3. Die ist hier lang und schmal. Ich hätte es cooler gefunden, wenn man hier irgendwas zum, weißt du, so eine Lasche oder sowas gehabt hätte, womit man die Kläppchen besser eindrücken kann. So musst du halt ein bisschen friemeln. Gerade bei den langen Dingern ist es echt schwierig dann. Da haben wir irgendwie so einen Stift drin. Oh, jetzt habe ich die 16 schon eingedrückt. Das ist ein Coverstick. In der Nummer 870 scheint eine Full-Size zu sein. Das finde ich ganz interessant. Also vielleicht ist es einfach so ein Abdeckstift für Unebenheiten. Pickel, Leute. Pickel heißt das Kram, ne? Oder als Concealer-Ersatz. Also farbtechnisch sieht es gar nicht so verkehrt aus. Oh. Das Ding fällt schon auseinander, Leute. Das geht doch nicht. Aber es lässt sich trotzdem hochdrehen. Aber lässt es sich auch runterdrehen? Nein, es lässt sich nur runterdrücken. Läuft bei dem Ding. Okay, ja, wir swatchen es mal. Weil ich hatte vielleicht mal vor, oh, das ist aber doch relativ dunkel, so eine Art Fullface mit diesen Produkten auch mal zu schminken. Sehr, sehr pastig, aber gut, es soll halt eine Abdeckcreme sein. Nee, aber das ist positiv, weil jetzt, wenn ich das verblende mit dem Finger, dann ist es auf der Hand verschwunden. Und das ist eigentlich positiv, eben weil man dann die Pickel und so nicht so hervorhebt. Also von daher ist die Farbe 870 dann vielleicht gar nicht so verkehrt für mich. Ja gut, aber
Es ist alles sehr, sehr wackelig in meiner Hand und ich muss mir immer wieder vor Augen führen, dass ich dafür 67 Euro ausgegeben habe, Leute. Ne? Okay, Nummer 4 haben wir hier. Das ist auch wieder so ein Pöttchenwurf. Steht auch wieder drauf, Probe 4 ml Q10 Care Anti-Aging Cream. Auch das scheint dann entsprechend eine Gesichtscreme zu sein. Ja, so als Probe kann man es reinpacken. Die haben es als Probe deklariert und es ist kein Sachet, es ist so ein kleines Pöttchen. Das ist halt positiv. Es ist, glaube ich, sogar Glas. Also das scheint dann auch alles recht hochwertig zu sein. Ne? Wie gesagt, ich kenne die Marke nicht, aber es ist so billo gemacht, der Adventskalender. Das finde ich so schade. Hier haben wir die Nummer 5. Bestimmt eine Lippenpflege oder sowas. Okay, es ist... Oh. Es ist weihnachtlich gestaltet, das ist schon mal schön. Da sind Tannenbäumchen drauf. Was bist du denn? Cosart Cosmetic. Da steht jetzt nicht mal drauf, was es sein soll. Ich tippe auf eine Lippenpflege, ne? Denn, also jetzt mal, also unter uns. Das ist doch die typische Form von einer Lippenpflege, oder? Ja, es ist auch durchsichtig. Es ist eine Lippenpflege. Kann man auch im Winter gut gebrauchen. Es ist süß gemacht, dass da Tannenbäumchen drauf sind. So, Nikolaus, Leute. Nikolaus darf gerne was Besonderes sein. Ich habe ein Stück von meinem Nagellack verloren. Ja. Okay, ja. Es scheint eine Mascara zu sein. Boah, also die Sachen, die kriegst du hier semi-geil raus, ne? Ich nehme hier mal meine Pinzette, meine Nagelfeile zur Hand, die hier so rumliegt. Ja, das ist eine Mascara Rubber Brush and Maximum Volume. Okay, ist es dann eine Gummibürste? Weiß ich nicht. Ja, das ist eine Gummibürste. Oh, das ist aber interessant. Die ist in der Mitte so ein bisschen schmaler und nach vorne und hinten ist die dann etwas breiter. Riecht nicht ganz so geil. Die riecht halt nach Mascara, aber intensiv nach Mascara, finde ich. Aber eine schöne Nummer 6. Da haben die sich auf jeden Fall was Tolles überlegt. Dann machen wir jetzt hier mal die Nummer 7 auf, wo ich anfangs dachte, dass es gegebenenfalls die zweite Nummer 1 sein könnte. Also... echt aufpassen, dass ich hier nicht den halben Adventskalender auseinandernehme. Auch hier haben wir wieder ein kleines Pöttchen. 6 ml Cleopatra Peeling. Okay. Ist das ein Lippenpeeling? Weil wenn, also wenn es so klein ist, Leute, ne? Das ist entweder ein Gesichts- oder ein Lippenpeeling, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass du dieses kleine Pöttchen mit 6 ml für deinen Körper nehmen sollst. Steht auch nicht auf dem Zettel. Okay. Ja, Nummer 8. Also bislang begeistert mich dieser echt sehr, sehr teure Adventskalender nicht. Hier haben wir dann die Nummer 8. Hier haben wir einen Stift drin. Cosart Eyeshadow. Okay, das ist ein Flüssig-Eyeshadow in Grün. Ich mag ja gerne grüne Lidschatten, Leute, ne? Das muss ich sagen. Aber ich mag nicht gerne Flüssig-Lidschatten, weil die mir halt echt in die Falte rutschen, weil ich einfach ein Schlupflid habe, ein leichtes Schlupflid. Hier ist 1 Gramm enthalten. Ich mache den jetzt mal hier so auf. Nee, es ist ein Stift. Genauso wie der Coverstick, ne? Es ist einfach so ein Stift. So ein pastiges Kram wird das sein. Ja. Nee, nichts für mich. Kannst du vielleicht als Base verwenden, aber nicht in Grün. Also das ist mir dann zu hart, ne? Dann die Nummer 9 ist wieder ein Pöttchen. Q10 Night Cream. Okay. Haben die sich nicht getraut, hier drauf zu schreiben, wie viel hier drin ist? Denn hier steht einfach mal gar nicht drauf, wie viel Milliliter hier enthalten sind. Das ist ja super. Ich gucke mal, ob ich das auf der Homepage finde. Ansonsten würde ich tippen, dass das auch wieder irgendwie 4 ml sind, so wie die anderen Cremes halt auch haben. Das ist ja so ein kleines Pöttchen. Ja, auch hier wieder ein schönes Tiegelchen. Ich denke, für 2, 3, 5 Anwendungen wird es reichen, aber okay. Nummer 10 habe ich hier. Ist länglich. Sieht gut aus. Luxury Lipstick Matte Rose Nude 427. Das hört sich sympathisch an. Das scheint wirklich eine tragbare Farbe zu sein, die man gegebenenfalls auch nicht nur zu Weihnachten tragen kann, wie zum Beispiel diese Farbe, ne? Ja, das ist, es ist schon rot. Irgendwas ist hier verrutscht. Okay, jetzt kommen wir zur ersten Schnapszahl, die Nummer 11. Die haben wir hier. Das ist ein Coverstick in Green. Auch hier haben wir 1 Gramm drin. Das ist dann etwas, was man halt wirklich über Rötungen drüber machen kann, um sie entsprechend zu kaschieren wahrscheinlich. Ja, das wird dann auch grün sein, ne? Hallo? Ja, genau. Ist halt so ein Stick. Genau. Ich mag sowas nicht unbedingt gerne. Ich habe ein so ein Produkt, was in Grün ist, was ich dann auch vielleicht mal verwende, aber da brauche ich keine 5 Stück von. Deswegen, ich denke nicht, dass ich das behalten werde. Dann gucken wir jetzt mal Halbzeit, Nummer 12. Das ist auch wieder ein Pöttchen scheinbar. Irgendwas Rundes. Das ist Liposomen Eyezone Gel. Das sind auch wieder 4 ml hier enthalten. Und das sieht auch sehr, sehr interessant aus, weil das hier auch noch so
rosane Pünktchen drin hat. Also das scheint auch wirklich feuchtigkeitsspendend zu sein. Muss man auf jeden Fall mal ausprobieren. Ne? 4 Milliliter ist halt auch wirklich klein, aber bei einer Augencreme ist es relativ klein. Es geht. Ne? Normalerweise hast du 15, 20 Milliliter in der Augencreme drin. Dann wird das relativ hochpreisig auch wahrscheinlich sein vom Wert her. Die Nummer 13 haben wir hier unten. Die ist wieder eckig. Entweder der zweite Lippenpflegestift oder ein Nagellack. Oh, guck mal. Ja, guck, das ist aber so ein klassisches Rot. Ne? Das ist die Farbe 5065. Das ist ein schönes Kirschrot, also auch ein schönes Weihnachtsrot. Da brauchen wir uns auch nicht beschweren, finde ich. Ne? Kann man gut gebrauchen. Im Adventskalender freut man sich auf jeden Fall über sowas. Und wir haben hier aufgrund der Verpackung etwas Goldenes und wir haben mit dem Nagellack etwas Rotes. Und dann haben wir auch noch mit dem Lidschatten etwas Grünes. Also es ist schon weihnachtlich gestaltet. Dann mit dem Lipbalm auch noch die Tannenbäume mit bei. Also da hast du halt wirklich was weihnachtlich dann auch irgendwie gestaltet. Das geht klar. Nummer 14. Also als Adventskalender, ne? Ja, ich nehme den jetzt hier auch so ein bisschen auseinander, Leute, ne? Der ist echt, also die Verpackung ist wirklich traurig. So, das ist ein Permanent Eyeliner in Anthrazit, die Nummer 622. Permanent, dann ist es wahrscheinlich ein Filz. Ja, es ist ein Filz-Eyeliner. Und das ist Anthrazit, das finde ich auch ehrlich gesagt gar nicht so schlimm, denn nicht immer möchte man halt so einen harten Eyeliner gezogen haben. Manchmal darf es auch einfach mal ein bisschen sanfter sein und der malt schöne, feine Linien. Kann man gut mitmalen, finde ich. Ja, und ich mag halt diese Filz-Eyeliner auch gerne. Also von daher eine schöne Sache. So, ja, schöne Nummer 14, ne? Ja, die Nummer 15 ist wieder rund. Ah, guck mal, haben wir wieder ein Creme-Pöttchen drin und diesmal eine Tagescreme. Die Q10 Care Intensive Florasom Stay Cream mit 4 Millilitern. Ja, auch die hat irgendwie so rosane Pünktchen auch mit drin. Das finde ich sehr, sehr interessant. Ich habe echt gedacht, dass wir hier nur dekorative Kosmetik drin hätten und keine Creme oder sowas, ne? Und dann haben wir hier so viel von drin. Egal. Die Nummer 16 ist wieder lang und schmal. Ist auch schon offen gewesen. Und sie ist leer. Wo ist es denn hingefallen? Ach, sie ist in die Nummer 3 gefallen. Da ist ja eben was runtergeflogen, genau. Das ist ein Eyeliner, auch richtig schön, in der Farbe 923. Und das ist so ein schönes Jeansblau. Sowas kann man auch tragen, wenn man sich so einen Augenlook wie jetzt gemacht hat, der relativ dezent ist und dann einfach unten an den unteren Wimpernkranz geben oder so. Das ist einfach einer zum Hochdrehen. Ja, qualitativ, Entschuldigung Leute, das ist echt nicht das Gelbe vom Ei, ne? Das lässt sich gar nicht hochdrehen. Doch, jetzt kommt er. Okay, so schaut er aus. Jetzt swatchen wir den mal. Oh, da muss man aufpassen, denn sonst passiert sowas. Ist ja uncool. Das ist ja krümelig, ne? Also man muss den wirklich nur ganz vorsichtig auftragen. Das Produkt scheint sehr weich zu sein, ne? Aber eine schöne, 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 schöne Farbe. Mag ich gerne. Echt. Kann ich mir sogar für den Alltag vorstellen. Also wir haben ja das eigentlich fast abwechselnd die ganze Zeit, ne? Pflege, dekorative Kosmetik, Pflege, dekorative Kosmetik. Okay, das war jetzt die 16, dann gehen wir in die 17 und das müsste dann ja wieder Pflege sein. Nein, es ist lang und schmal. Okay, manchmal muss man auch mal das System verlassen. Und das Produkt befindet sich hier irgendwo unten. Schade. Nein, ich cheate jetzt mal. Man kann nämlich an der Seite den Kalender öffnen, Leute. Und dann kann man das rausholen. Ne? Das ist ja alles möglich. Und da haben wir einen Lip Liner in einer Farbe, Leute. Das ist ja Wahnsinn. Das ist 201. Das ist so ein dunkelrot, Pflaume, krass. Schön. Kann ich gebrauchen? Drehe und drehe. Jetzt kommt es langsam. Okay. Man musste sehr lange drehen, bis es hochkommt. Aber immerhin ist es zum Drehen. Ich habe gelernt, man muss es vorsichtig machen. Wow. Ja, das ist mal lila, ne? Also, krass. Um ehrlich zu sein, irgendwie hoffe ich, dass das passende Lippenprodukt dazu drin ist, also der passende Lippenstift. Andererseits habe ich dann Angst davor, weil ich jetzt nicht so unbedingt der Fan von so ultra dunklen Lippenprodukten bin, ne? Aber gut, ja, dann gucken wir uns mal die Nummer 18 an. Die ist dann hier an der Seite. Hier haben wir wieder einen Lidschatten. Oh, das ist aber eine schöne Farbe. Ja, ne? So ein Mintgrün. Richtig schön. Und das kannst du auch in Kombi tragen, auf jeden Fall mit diesem dunkleren, ne? Also das sieht bestimmt voll schön aus. Ist auch wieder halt einer zum Hochdrehen, so ein Creme-Lidschatten. Das ist dann echt nichts für mich, ne? Nee, leider nicht. Das hält bei mir einfach nicht. Das funktioniert leider nicht. Schade.
Aber hey, drei dekorative Kosmetikprodukte in Folge. Yay! So, die Nummer 19 ist hier unten und das ist mein Cremepöttchen und irgendwer hat sich hier unten dazugesellt. Lege ich mir mal eben zur Seite. Ich weiß noch nicht, wo das hingehört. Wenn irgendwo was leer ist, dann wird es wohl dazugehören. Das hier ist die Q10 Care Intensis Florosomes Cream Mask mit 4 ml. Das ist eigentlich für eine Gesichtsmaske eine annehmbare Größe, finde ich. Damit kommst du einmal gut aus. Und auch hier wieder in so einem kleinen Pöttchen. Ist schon ganz süß gemacht, ne? Doch, doch. Das ist okay. So, die 20. Also wir gehen jetzt zum 20er Bereich. Haben wir hier oben. Da haben wir einen flüssigen Eyeliner drin und das ist so ein schönes Kupfer, aber dunkel, also doch nicht Kupfer, metallisch, wie nennt man das? Ich habe keine Ahnung, es ist schön, es gefällt mir, die Farbe gefällt mir. Man sollte es meistens erstmal schütteln. Ich kann mit diesen Pinsel-Eyelinern zwar nicht wirklich um, aber das ist eine interessante Farbe. Die will ich auf jeden Fall mal austesten. Der sieht auch toll aus. Das ist jetzt hier oben, diese zwei Striche. Sieht sehr, sehr dunkel aus, aber auch nicht zu dunkel. Also wirklich interessant. So ein bisschen matschfarben, aber interessant. Kannst du dann auch feiner werden. Ne? Sehr künstlerisch kann man dann auf dem Auge werden. Das finde ich interessant, das gefällt mir. Die Nummer 21 haben wir hier. Die ist wieder lang und schmal. Bin sehr gespannt, was in der 24 dann nachher drin sein soll. Vielleicht so eine richtige Face-Palette oder so, weil wir haben jetzt hier noch nicht richtig Base-Produkte drin gehabt, außer die Pflegensachen gedünsten halt, ne? Ja, hier kommst du auch nicht dran an die Probe. Also, ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben, als sie für 67 Euro so einen Adventskalender gepackt haben, Leute, ne? Aber nicht viel. Die haben sich da echt nicht viel beigedacht. Das ist ein Slim Stick mit 2 Millilitern und ich weiß nicht, was ein Slim Stick ist. Ist Slim Stick ein Highlighter-Stick? Ich glaube schon. Oh, der changiert aber sehr, 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 sehr funkelnd. Die Verpackung ist auch relativ billig, um ehrlich zu sein, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott, der schimmert richtig rosa. Oh, wenn du da richtig Glitzer haben willst, dann kannst du damit richtig abgehen. Wie oft hat die Frau jetzt richtig gesagt? Richtig häufig. Krass, oder? Also der hat keinen Schein, keinen Glanz, der hat Glitzer ohne Ende und das ist richtig holo. Oder gibt man sich den als Liptopper auf? Das muss ich nochmal nachgucken, weil es ist ja schon ziemlich krass, ne? Also das als Highlighter schon mutig. Als Liptopper kann ich mir den auf jeden Fall vorstellen. Ja, Slim Stick, 2 ml, muss ich mal gucken. Aber von der Form her sieht das schon eher wie ein Lippenprodukt aus, ne? Dann gehen wir jetzt mal zur zweiten Schnapszahl, zu der Nummer 22. Und auch hier scheinen wir ein Creme-Produkt-Pöttchen drin zu haben. Hier steht auch wieder keine Größe drauf. Hier würde ich auch wieder auf 4 ml tippen. Das ist ein Zeitlos-Booster. Das ist dann, weiß ich nicht, ein Produkt, was dir quasi die Falten wegmacht oder so. 22, ja, boostet mich dann in ein anderes Universum. Die Nummer 23... ist wieder lang und schmal und sie ist leer. Und hier haben wir dann wohl den Eyeliner drin gehabt. Das ist dieser hier. Das ist dann jetzt ja schon der dritte Eyeliner, oder? Wenn ich mich nicht irre, wenn ich auf meine Hand gucke. Wir haben, oh, den grauen, der übrigens sehr am Ausbluten ist, um das mal so zu sagen. Wir haben den blauen. Wir haben, nee, das ist der vierte Eyeliner. Okay, aber er ist halt schwarz, aber der wird weiter wandern, ne? Das schwarze Eyeliner habe ich schon ein paar. Und jetzt haben wir hier die Nummer 24. Die ist sehr, sehr groß, verhältnismäßig zu den anderen Klettchen und rund. Das ist wohl ein Sun Powder Glänzen. Das scheint mir dann ein Bronzer zu sein. 772, 10 Gramm. Das ist eine Full Size. Okay. Sieht sehr dunkel aus für meine Verhältnisse. Aber diese Verpackung ist deutlich hochwertiger als alles andere, was ich hier jetzt schon gehabt habe. Da bin ich mal gespannt. Ne, da habe ich jetzt die Folie entfernt. Ich da mal so mit dem Finger durch. Sehr dunkel, aber ja, glänzend. Also ich denke dann tatsächlich für den Sommer ein schöner Bronzer. Oder schön ausgeblendet, auch im Winter. Oh, der hat aber einen schönen Schein, ne? Also so gefallen mir die Produkte schon. Aber wenn die halt in diesen Adventskalenderverpackungen sind, nenne ich sie mal, finde ich sie doch sehr, sehr billo. So, und jetzt suche ich euch mal die Produkte raus, die ich gerne in diesem Video verlosen möchte. 5 Produkte habe ich mir ausgesucht. Einmal ist es dieser Coverstick in grün. Dann habe ich euch ausgesucht den Lippenstift. Den Lippenpflegestift, einfach weil Tannenbäumchen drauf sind, die ich süß finde für euch. Und dann habe ich hier die beiden
Creme-Lidschatten. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. So, was sage ich zum Adventskalender? 67,26 Euro. Also, ich weiß nicht, ob Cozart eine super hochpreisige Marke ist, aber sie sagte mir jetzt so nichts bislang. Ich finde aber, dass dieser Adventskalender so billig gestaltet ist, dass er von Anfang an halt echt einen blöden Eindruck macht. So, die Produkte mögen das Geld vielleicht wert sein, aber ich persönlich würde ihn nicht empfehlen. Nein. Jetzt tatsächlich nicht. Also der Bronzer am Ende war ganz nett, war ganz cool, aber ich finde es halt irgendwie schade, dass wir so viele Creme-Pröbchen drin haben. Da wäre es cooler gewesen, wenn die halt wirklich dekorative Kosmetik für den Preis reingemacht hätten, oder? Wahrscheinlich jammern auf hohem Niveau, weil sehr hochpreisig, aber bei dem Billo-Verpackungsgedöns ist es einfach angebracht zu meckern. Leute, es tut mir leid. Ja. Ihr Lieben, das war jetzt tatsächlich mein Adventskalender-Unboxing zu dem Cozart Adventskalender. Und wenn dir das Video gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen, fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!